Also, nach diesen Erythrozyten möchte ich nochmals ganz kurz zu den Plättchen kommen. Also die roten Zellen, unsere Erythrozyten, die haben wir jetzt abgehackt. Kommen wir zu den Plättchen. Die haben wir schon mal gesehen. Und zwar in der Blutgerinnung. Plättchen nennt man auch Thrombozyten. Thrombozyten. Und diese Thrombozyten, die werden auch aus dem Knochenmark gebildet. Die werden auch hier aus dem Knochenmark gebildet. Und gehen dann ins Blut. Also, wichtig, was machen Plättchen? Sie haben das schon mal gesehen. Und zwar möchte ich das nochmals kurz wiederholen, denn wiederholen wird niemals schaden. Also Sie haben hier das Blutgefäß, das haben Sie schon mal gesehen. Ganz kurz, wir haben eine Gefäßverletzung und durch das wird zuerst mal hier ein Reflex ausgelöst. Das wäre die sogenannte Vasokonstriktion. Also sobald wir uns mit einem Messer schneiden zum Beispiel, gibt es als erstes eine Vasokonstriktion an der betreffenden, am betreffenden Gefäß, das blutet. Zweitens, wisst ihr noch, wie das weiterging? Wenn Sie Kollagen sagen, dann sind Sie richtig. Also wir haben hier dieses Kollagen, welches jetzt mit dem Blut im direkten Kontakt ist. Und das führt dann dazu, dass das Kollagen hier seine Hand ins Blut hineinstreckt und diese Plättchen oder Thrombozyten anlockt. Und diese Thrombozyten, die werden sich jetzt hier stapeln, die werden jetzt aneinander kleben. Und dadurch gibt es eine sogenannte Thrombozytenaggregation. Thrombozytenaggregation. Das bedeutet nichts anderes als ein Haufen von Thrombozyten hier angelagert, welches durch das Kollagen angezogen wird. Und dann wissen Sie sicher noch den dritten Schritt. Der dritte Schritt war, ein Thrombozyt ruft dem Chef. Der Chef kommt. Das wäre unser Chef. Der Chef aktiviert einen weiteren Bauarbeiter, der aktiviert den Bagger und so weiter. Und wir haben unsere Baustelle, welche uns was produziert? Fibrin. Und dieses Fibrin legt sich jetzt über diese Thrombozyten und klebt die Thrombozyten besser aneinander, sodass das Ganze stabiler bleibt. Also wir haben als drittes eben die Blutgerinnung. Und das waren ja unsere Gerinnungsfaktoren, die das machten. Also nochmals, hier haben Sie eben die Vasokonstriktion ausgelassen. Die Thrombozyten sind also sehr wichtig. Ohne Thrombozyten wird dem Chef gar nicht gerufen. Es würde einfach weiter bluten. Also ohne Thrombozyten würde es weiter bluten. Genau gleich, wenn es die Thrombozyten gäbe, also wenn es hier, wenn die Thrombozyten jetzt hier aggregieren würden und dem Chef rufen, aber der Chef kommt nicht mit seiner Baustelle, dann haben wir einfach hier ein paar Plättchen, aber diese Plättchen sind leider nicht stabil genug. Die würden irgendeinmal wieder abfallen, die Plättchen würden mal wegreißen und es würde wieder weiter bluten. Also diese zwei Sachen sind sehr wichtig. Es braucht Plättchen und es braucht unsere Gerinnungsfaktoren, es braucht beides, damit wir eine Blutung stoppen können. Also das nochmals als Repetition. Die Thrombozyten sind wichtig für die Blutstillung, dass, wenn wir uns verletzen, nicht einfach Blut hinausfließt. Und es ist nicht einfach, es braucht eben Thrombozyten und unsere Gerinnungsfaktoren, es braucht beides.
Und die drei Schritte, die Sie sich absolut merken müssen für eine Prüfung: erstens gibt es eine Vasokonstriktion, zweitens eine Thrombozytenaggregation. Wissen Sie noch wieso? Wegen dem Kollagen, das jetzt frei mit dem Blut in Kontakt ist. Und drittens die Blutgerinnung, wie wird die aktiviert? Indem ein Thrombozyt den Chef ruft, er soll kommen mit seiner ganzen Baustelle, mit seinen ganzen Bauleuten und Backer und Kran und so weiter, und die Thrombozyten dann mit dem Fibrin verbinden und somit stabil machen.